So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Ah, kennen wir alles schon? So. Dann wollen wir mal jetzt hier weitermachen mit dem Einparken. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Zur Not müssen wir das Einparken halt wirklich einfach zum ersten Mal hier direkt überspringen. Sehr geil. Also mit so einem doppelten Auflieger ist halt immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man halt keine, also ja, nicht wirklich eine Wendemöglichkeit hat. Weil da hinten können wir nicht irgendwie am Gebäude vorbeifahren. Das heißt, wir müssten hier direkt wenden. Und ob das so sinnvoll ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Here Aber wir versuchen es mal. Das ist jetzt schon eng. Das wird doch nie im Leben was. Wir werden doch sowas von die Auflieger ficken. So einen großen Kreis kann ich hier gar nicht ziehen, damit die überleben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Auflieger sind sowas von. Ne. Ne, 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 ne. Nope, nope. Sieht das gut aus. Oh, Alter. Ja. Oh, warte mal. Deine Mutter. Kannst du gar nicht Computing nennen. So, jetzt fahren wir hier mal richtig schön seitlich rein. Wow. Richtig schön seitlich reinfahren hier. So, ich guck mal. Wir hängen an der Laterne. Ja, wir hängen an der Laterne. Ach, scheiße, jemand. Ich sag ja, so eng kann man da gar nicht reinfahren. Wie soll das möglich sein? Egal, wir müssen das versuchen. Oh, schön zurück. Ja, ist das schön mit Schmackes. Ne. Ne. Funktioniert halt nicht. Was soll's. So. Wir haben nächstes Level erreicht. Oh. Nehmen wir diesmal mal ein bisschen was anderes hier. Zum Beispiel das hier mal. Ja, komm. Danke. So, wir haben eine E-Mail schon wieder. Wir können helfen zu. Ah, $500 haben wir jetzt freigeschaltet. Ja, wie gesagt, bringt uns aber noch nichts, weil wie gesagt, LKW kaufen, da können wir mit dem bisher noch nicht wirklich ausrüsten. Von daher bringt das Ganze nichts. So, jetzt waren wir da oben schon mal. Das heißt, wir können jetzt mal einen anderen Ort, den hier zum Beispiel, nehmen. Ja, und dann gucken wir mal, was da so alles möglich ist. So, wir haben hier wieder einen doppelten Auflieger und extra Gewicht. Und der LKW hat, ja gut, hat auch ordentlich Leistung dafür, ja. Was bist du denn hier? Du bist 14.000 immerhin. Also schottermäßig wird das schon besser. Ja, komm. Ich glaube, das klingt praktischer. Wir fahren von einem Ort, den ich nicht kenne, zu einem anderen Ort, den ich nicht kenne. Das ist ja geil. Muss man ein bisschen was trinken, ja? Wow. Sieht gerade so aus, als wenn ihm so ein bisschen so die Textur fehlen und nur der Boden existiert. Lol. Achso, wem interessiert's? Ist Apfel, schwarze Johannisbeer und Himbeer. Und ganz viel Wasser. So. Achso, wir sind wieder so in so einer Apfelstation hier. Mit so einem Auflieger in einer Apfelstation? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier kommt Tankauflieger hin und nicht sowas. Was zur Hölle? Okay. Gut, wir machen mal Licht. Und fahren mal ganz sachte hier raus.
Haben wir dann sehr lang auf Liga. Ich glaube mal 53 Fuß, oder? Das dürfte kein 48er sein. So lang wie der aussieht. So, vorne müssen wir raus. Wow. Die blinken aber heftig hier rum, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Ist ja richtig Party angesagt. Oh, Straßen sind alle frei. Eigentlich hätte man auch die andere Richtung mal abfahren können, denn das nehme ich kommen, ganz ehrlich. Bevor ich da lange rumschnacke. Ja, aber schön die ganzen Fragezeichen abklappern. Da haben wir jetzt natürlich wieder Stoppschild. So, schon wieder Volvo. Weißt du, bei ETS, da wo ich ein Volvo haben wollte am Anfang, da kam am Anfang überhaupt kein Volvo, da kam alles außer Volvo. Und jetzt, bei dem Spiel, wo ich Volvo vom Optischen her nicht mag, da habe ich nur noch Volvo. Ja? Schon dreimal Volvo. Das ist doch ein Witz. Oh, wir kommen hier rein. Hä? Warum ist ich... Oh. Ach so, du gehst da drüber lang. Ah, oh, wow. Ah, das war ja mal ein kompletter Reinfall. Geil. Jetzt fühle ich mich direkt besser. Eine Scheiße hier. Na komm, fahrt doch mal alle hier. Was ist denn los? Oh, da ist das vor. Da muss ich aber hier ausweichen, weil ich weiß nicht, ob ich an dem vorbeikomme. Gut aus. So, wir haben irgendwo einen Aussichtspunkt entdeckt. Achso, da hinten. Da hinten irgendwo ist einer. Wow. Komm, fahr. Noch habe ich grün. Nein! Fick die Henne. Ah. Schissel, der Dissel. So eine Kacke, meine Scheißdrecks-Kack-Arsch-Kacke. Oder so ähnlich. Ah, ich bin schon wie so im amerikanischen Truck hier, ich schon da hinten lehne und dann, boah, alter, tiefergelegter Sitz. Da muss ich aber mit der Maus nach hinten gehen hier, so, damit ich mit der Maus auch noch steuern kann. Damit ich mal gespannt, wann der nächste Unfall kommt. Warum hat die schon wieder grün? Ich dachte, wir haben zuerst grün. Ne, halt, was macht denn da? Da, das. Oder habe ich gerade eine grüne Phase übersprungen, wo ich nicht drauf geachtet habe? Das wäre sehr traurig. Ah ne, guck mal, wir haben jetzt hier grün. Dann scheint wohl doch nicht einheitlich zu sein. Ich dachte, man hat bei den Ampeln immer erst als Linksabbieger grün. Und dann kommt erst der Rechtsabbieger. Interessant. Die gerade Auffahrer. Naja. Hä? Wir sind doch bei der Firma gerade vorbeigefahren. Wieso haben wir da immer noch ein Fragezeichen? Sind die jetzt alle bekloppt hier? Weißt du, da fahren wir schon extra bei diesem Drecksladen vorbei, wovon wir schon zwei gesehen haben. Und dann kriegen wir nicht mal das Ding freigeschalten. Sind jetzt hier alle bekloppt? Haben die eine Langeweile? Die wird doch ja nicht. Okay, ich sehe aber schon, von dem Fahrzeug fahren im Spiel sehr viele vorbei. Und ich merke gerade, ich kann so definitiv nicht fahren. Das ist ja, wie können die Amis so den ganzen Tag sitzen in ihren LKWs? Was ist ja schlimm ist das ja. Da kriegst du ja alles, kriegst du da. Sie haben Krebs. Und ich sehe die fucking Ampel nicht. Achso, sind Rechtsabbieger. Ah.
dürfen ja immer. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass man als Rechtshänder immer fahren darf. Ich glaube, daran werde ich mich nie gewöhnen. Niemals. Oh, Alter, wie der LKW zu tun hat hier. Ja, ich meine, wir haben 18 Tonnen geladen, ne? Also. So, ich darf mal 80 fahren. Wow. Ja. Schade doch nicht. Wir dürften nur bei der Auffahrt 80 fahren. Ich meine, mit dem LKW bin ich froh, wenn wir überhaupt so unsere 75 hier erreichen. Also von daher. Oh, was wir jetzt schön Musik machen, by the way. Gut, auch wenn mein Hund gerade so ein bisschen Musik macht, aber hey. So. Also 70 haben wir schon mal erreicht. Das ist schon mal einmal so schlecht hier. Gerade sind so eine Schilder, wie wir in Europa haben, die unsere Geschwindigkeit anzeigen. Aber nee, die zeigen nur mal die der anderen an. Ja, immer sind die anderen schuld. Alter, Quatsch, der andere, was war ich? Also das, was man maximal fahren darf. Oh, wir werden schon wieder hart langsamer. Okay, wir gewinnen wieder an Geschwindigkeit. Sehr gut. Oh, und da geht's wohl schnell bergab. Nice. Das lieber doch. Oh, vorne blinkt. Ja, jetzt sind wir bergab dürfen und dürfen nur noch 65 fahren. Was ein Betrug an die Menschheit. An der Menschheit. Laramie. Klingt wie eine Krankheit. Ich komme aus Laramie. Boah, Junge, dann setz dir eine Maske auf. Also, die da vorne waren wieder besonders langsam. Sehr geil. Dann überholen wir mal freundlich.
Siehst du, der Bus zum Beispiel, der hatte gerade alles. Der hatte weiße Rückfahrlichter, der hatte normale rote Lichter und der hatte orange Blinklichter. Sehr interessant das Ganze. Da hat man sich in Amerika wohl nie auf einen einheitlichen Standard geeinigt. Na, wie gesagt, solange wir alle wissen, was gemeint ist, ne? Wenn ein Fahrzeug blinkt, dann. Ne? Was machen die denn jetzt hier? Leute, ernsthaft jetzt hier? Hey, ihr seid alle bekloppt. Das ist so dämlich. Oh mein Gott. Jetzt hängt die ganze Zeit auf der linken Spur. Das ist doch nicht wahr. Da kommt viel vorbei. Was kommt der jetzt? Ah, jetzt ist es wieder hell. Kann ich eigentlich doch hier meinen. Nee? Danke. Wichser. So, wo sehe ich denn mein Speedometer? Außer nirgendwo. Ach da! Kurskontrolle. Jetzt waren wir auf 75. Haben wir schon erreicht aktuell. Sehr gut. Wow. Ruckler des Todes hier. Also sagt, ich hoffe mal, die bekommen mit der nächsten Version diese Mikro-Ruckler hier vor allen Dingen endlich mal wieder in den Griff. Weil sagt, seit der Version 1.44 ist das unglaublich störend mit diesen ganzen Mikro-Rucklern hier. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber das ist echt Katastrophe.
Baum rennen? Ach nö. Da freue ich schon wieder Unfall. Gibt's da halt ja nicht. Was machen die hier? Cool, dass man ja echt 80 fahren darf. Geil. So lobe ich mir das. Da sind ja fast 130 km/h, oder? Ich meine, gut, wir reichen eh nur 75 irgendwie. Aber ey. Ah, das war jetzt eh nur noch 75. Na gut. Schade eigentlich. Oh, Alter, ist schon wieder dem. Was ist mit dem Spiel gerade los hier? Die Sachen bauen erst viel zu spät auf. Ich werde gerade immer kurz schneller und wieder langsamer. Boah, Alter, ich sag's ja. Version 1.44 ist so buggy. Ey, keine Ahnung, was die gemacht haben. Aber es ist nicht gut. Jetzt hier abbiegen oder was? Nee. Hä? Achso, keep left. Ich schon wieder. Ich war gerade bei keep right. Never mind. Nur noch. Was ist hier los? Wieso bloß noch 70? Auf 65? Leute. Jetzt übertreibt man hier nicht. Der da vorne fährt natürlich noch langsamer. Bitte bleibt starr, das Auto. Soll ich jetzt rein? Ja, Lifter. Da vorne, der LKW, der flackert ganz schön zwischen Gelb, zwischen Weiß und Rot, ne? Wenn ich jetzt neben ihn herangehe, jetzt bleibt er weiß. Aber so wechselt er mal zwischen Weiß und Rot. Lol. Ah, ich glaube, ich überhole ihn auch mal. Hoffentlich kommen die Autos immer aus dem Pushen. Ah, oder auch nicht. Na komm schon, Ladies, was ist denn los hier? Überholt er ihn, um mir selber rumzutuckern, wie so Oma und Opas und alle. Was macht der LKW auf der linken Spur? Nach rechts kann ich jetzt auch nicht, weil das Auto hier. Hier doch. God damn it. Schon wieder nur bekloppt auf der Straße unterwegs hier. Und ja, nur Bekloppte inkludiert auch mich. Aber keiner was zählen. Oh, Alter. Was machen die denn hier?
Okay. Davor ist immer noch 75 erlaubt. Das hat doch knapp. Gut, dann wollen wir gucken, wo wir die nächste hier, wir müssen hier, achso, hier direkt. Okay, und die nächste wäre dann hier hinten. Ich glaube, mir ist die hier fast lieber von der Aus- und Einfahrtmöglichkeit. Warte, dann fahren wir mal zu dem Ding hier. Und machen da mal Pause. Weil wir haben noch 170 Meilen vor uns. Und ja. Eigentlich hat sie komplett weg, ne? Brauche ich gar nicht mehr. So, da vorne müssen wir jetzt abbiegen. Geradeaus weiter, aber das ist die linke oder rechte Spur? Okay. Oh nö, natürlich rot. Und ich muss auch mal hier. Alter. Können Sie auch ein bisschen früher signalisieren, wo man auf welche Spur man sich einfädeln muss, ne? Wenn man jetzt kurz vor dem Stoppstreifen, da wärst du mal erst vor der Langpost. Das ist so dämlich. So, wie kommen wir da zum günstigsten? Oh, so ne, das ist direkt der Parkbereich. Aber wir fahren jetzt einmal falsch rum rein, oder? Ah ne, gibt's nur die eine Einfahrt. Gut, dann ja, pendeln wir uns am besten hier so ein. Rückwärts, nicht vorwärts. Ja, die, wollen wir dann noch ein Stück weiter weg von dem? Oh, so ist gut. Das war der Bordstein hinten. Sehr gut. Oh, nee, war doch nicht der Bordstein. Das war ein... Ups. Ja gut, ein bisschen aufgesetzt. Mal ein bisschen, ne, damit keiner sieht. Hängen wir jetzt auf dem Ding drauf oder was? The fuck? Hä, wir hängen doch gar nicht drauf.
Da ist doch eindeutig in der Luft. Ach mal. Ernsthaft jetzt? Ah, ja da. Gutchen. Hopp. Hopp. Und jetzt. Speichern. Ich hing nicht fest, ich hatte die ganze Zeit noch die Handbremse aktiv. Ha! Kann ja auch passieren. Naja, was soll's. Gut, das war's mit der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder.